Hey, wie kannst du denn nur so reden, als ob das nicht irgendeines deiner Probleme wäre? Oh, warte mal. Ich schätze, das ist es auch wirklich gar nicht. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ja. Alles ist einfach nur ein Schmerz im Arsch. Am Anfang war es so gar nicht. Als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, eine Krankenschwester zu werden. Für wen arbeite ich? Oder für was arbeite ich eigentlich? Für was lebe ich? Snake, what are you fighting for? Ja, wir greifen mal ein bisschen unter die Arme. I'm sorry. Oh, tut mir leid, ich habe nur mit mir selbst ein wenig gesprochen. Ja, laut gedacht. Thank you. Danke, du bist ein netter Junge. Das hört sich richtig nett an aus ihrem Mund. So, wir fühlen, als könnten wir sie ein wenig mehr verstehen und haben ja, die Hälfte des Weges bei ihr zurückgelegt. Damit. Ja, bewegende Geschichte, die sie da hat. Also sie hat wohl echt ein Talent dafür, Männer um den Finger zu wickeln. Ich werde nun besser gehen. Ich bin sicher, diese Schlampe ist nun weg. Goodbye now. Ach ja. Die tägliche Seifenoper auf der Arbeit. Nun denn, dann auf in den nächsten Tag und mal schauen, wer uns heute so beglückwünscht. So, da haben wir... Oh, Yosuke. Wer doch mal... Jo. Was hat er denn? Kannst du heute mit mir kommen, wenn du etwas Freizeit hast? Kein Druck oder irgendwie... Okay. Ein bisschen verärgert zu sein? Was ist da los? Das macht einen doch neugierig. So, das ist Ayane. Senpai. Ich bin mal wieder erinnert, dass wir heute Training haben. So, sonst noch wer? Nö. Dann eben nicht. So. Dann wollen wir doch mal schnell speichern. Und dann, ja, was machen wir denn heute jetzt mal? Was sagen, am meisten Bock hätte ich eigentlich mal wieder mit unserem alten Brosuke da was zu schmeißen, denn der scheint ein paar Probleme zu haben. Yo! Yo, yo! Kann ich nicht für eine Minute sprechen? Da ist etwas, was ich dir sagen möchte. Oh, er wird jetzt aber nicht um unsere Hand anhalten, oder? Dann schauen wir mal. Oh, wir sind am Fluss. Wir haben uns hier hergebracht mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Da ist etwas, was ich dir erzählen möchte. Irgendwo tief in mir drin traue ich dir nicht. Hä? Ist das dein Ernst, Junge? Nein, es ist mehr so, ich war eifersüchtig auf dich. Okay, das passt schon wieder eher zu ihm. Ich dachte, du wärst wie ich. Kommst aus der Stadt in die aufs Land. Ich dachte, du würdest dich total langweilen hier. Tun wir ja vielleicht auch. Aber als du hierher gekommen bist, deine Persona gerufen hast, unser Anführer wurdest, die Leute versammelt hast, du bist ein Held.
Für das mag ich dich auch und ich bin stolz auf dich, aber ich schätze, ich war auch gleichzeitig eifersüchtig. Ah. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es auch nicht wirklich. Wenn ich dich besonders genannt habe, dachte ich... Als ich dich besonders genannt habe, dachte ich mehr darüber nach. Ich dachte, von allen, von denen ich anerkannt werden wollte, wollte ich es von dir am meisten. Haben wir ihm nicht genug Anerkennung gegeben? Was denn jetzt? Also, you. I want you to hit me. Was? Wir sollen ihm einen in die Fresse hauen? Ist dein Ernst? Will er jetzt mit uns einen Fight Club aufmachen, oder wie? Gib mir einen guten. Schlag mir diesen ganzen Scheiß aus der Birne. Ja, okay. Ich möchte mit dir gleich auf sein. Ich möchte, dass wir Schulter an Schulter stehen. Also los. Werden wir gleich aufstehen mit Yosuke, wenn wir ihm in die Fresse hauen. Ja, dann. Weiß ich nicht, Mann. Der hat gerade irgendwie... Was hat denn der gerade für eine Phase hier? Naja, okay. Lassen wir es drauf ankommen. Hä? Aber ich habe doch gar keinen Grund, dich zu schlagen. Ja, doch klar. Wenn ich dir zuerst einen in die Fresse haue, dann musst du, um gleich auf zu sein, mir auch einen zurückhauen, ne? Ah, ich verstehe nur. Wenn wir gleich sind, dann... Ich schätze, du hast recht. Ach du Kacke, Mann. Okay, here I come. Take your best shot. Ah, gut. Wir prügeln es. Wir prügeln uns mit Yosuke. Autsch. Deine Schläge sind brutal. Ich habe für eine Sekunde echt Sterne gesehen. Ja. Aber danke, Mann. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber... Ja, jetzt machen wir den Fight Club auf. Auch für Frauen. Das war sicherlich besser als Worte. Wie du meinst, also... Wenn du nochmal mehr Trost als Worte brauchst, meine Faust ist immer bereit. Sein Gesicht ist friedlich. You can have this. Gut, hier, das kannst du haben. Ein Kumpelband. Kumpelbandage. Wenn du anfängst zu bluten, dann leg sie an. Weißt du, wir sollten öfters mal miteinander kämpfen. Ja, sicherlich. Bis wir dann eines Tages mit zerbeulten Fressen irgendwo nur noch auftauchen. Ach man, der Himmel ist so weit oben. Ob Saki-Senpai uns zuschaut? Ob sie uns belächelt? Senpai, ich werde leben, ohne mich selbst anzulügen, ohne mich selbst zu täuschen. Tage wie heute sind Tage wie früher, wenn ich gar nichts getan habe. Das sind alles wichtige Tage. Das sind alles Tage, die du gar nicht wirklich erlebst. Ja, du quasi nicht lebst, um sie zu sehen. Ich werde sie von nun an hier erleben. Und er lächelt, nachdem wir ihm die Zähne ausgeschlagen haben. Ups. Oh yeah! Yusukes starker Wille hat ihm erlaubt, seine Schwäche zu überwinden und hat nun seine wahre Kraft erweckt.
Wow, oh, was ist das? Deine Persona wurde wiedergeboren. Man sieht noch komischer aus. Susano, oh. Vom Disco Ninja Frog zu Disco Super Saiyajin. Okay. Das ist meine Kraft. Die Kraft, um das zu beschützen, was mir nahe steht. Genau das, was ich wollte. Lassen wir es also, damit wir jeden Tag mit einem Lächeln erleben können, Anführer. Ja, hat das akzeptiert. Wir sind der Boss. Wir spüren sein warmes Vertrauen und das kann natürlich nur eins bedeuten. Ja, unser Social Link mit Yosuke hat sein maximales Level erreicht. Jawohl, ja. Haha. Sehr schön. Ein weiterer Social Link ist erledigt. Wir können nun Mada, den Vergifter, fusionieren. Ja. Nun, wir zählen alle auf dich, Yu. Ja. Wie sonst auch immer, ne? You really are something. Ja, welch warme Worte. Ja, unser bester Buddy, Yosuke. Er ist einfach... Oh, welcome home, Big Bro. Er ist einfach mal da, wenn man ihn braucht. Und ja... Ist auch echt ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Nun ja, so, wir... speichern mal eine Runde dann und dann geht's weiter. Ja, nach diesem Social Link ist man, da spielen schon immer so ein bisschen die Gefühle mit, weil er halt hier so der beste Kumpel ist, den man hat. Den ersten Kumpel, den man kennenlernt und auch so zu schätzen weiß. Auch wenn er ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen von der Rolle ist, ein bisschen so der Tollpatschige. Aber immer ein lustiger Kerl und das Wichtigste, einer, auf den man sich verlassen kann. So, wir machen dann aber mal weiter. Wir haben noch ein paar Social Links, die wir erledigen müssen. Oder, naja, müssen nicht, aber sollten. So, die Frage ist, was machen wir heute? Haben heute beides zur Auswahl. Können Nachhilfeunterricht geben oder im Krankenhaus arbeiten. Aber ich gebe heute mal den Nachhilfelehrer. Yes. So, mal sehen, was unser kleiner Kacker hier heute verbrochen hat. So, wir helfen ihm beim Lernen. Wir erklären ihm wichtiges Material. Expression steigert sich. Aber wir kriegen heute kein Level ab. Na, das ist ja toll. Aber 10.000 Yen. Mann, die Familie ist echt reich. Also die... An den verdienen wir echt mal bombenmäßig. Naja, nächster Tag. Es ist der 30. September und Risek kommt zu uns und warum ist sie so rot? Hast du etwas Freizeit nach der Schule? Ja, kann man da widerstehen? Da ist etwas, was ich dir sagen möchte. Oh je. Das klingt ernst. Okay, machen wir es mal. Thank you, Senpai. Das scheint ja wirklich ein Notfall zu sein. Ich habe da so eine, ja, so eine kleine leise Vorahnung, um was es da geht. So. So, wir sind auf dem Hügel, der die Stadt überblickt. Und sind hier auf, ja, Rishis Bitte hergekommen. Senpai, ich habe darüber nachgedacht. Wir sollten heiraten.
Warum mein Verstand plötzlich total verrückt gespielt hat, wenn ich das von Kanami gehört hat, ja, oder Verstand ausgesetzt hat, vielmehr. Ich meine, ich bin vom Showbusiness weggerannt, weil ich es einfach satt hatte, ein Idol zu sein. Also sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Ja, also man kann der Vergangenheit nicht davon kommen. Und doch, ich war so sauer darüber. Warum glaubst du, dass das so ist? Ja, du hast Reue. Nee, Reset gehört halt auch zu Reset und du kannst der Vergangenheit auch nicht entkommen. Aber Reue dürfte auch ein bisschen damit spielen, ne? Hä? Du wusstest das schon die ganze Zeit? Haha, aber wirklich. So war's. Ja, klar, ist halt. Ein Frosch im Hals und ein Teil von ihr. So, Reset-Name im Rampenlicht. Sie wird idealisiert von den Massen. Und all der Krempel. Das gehörte auch zu mir. Ich wollte diese Seite von mir nicht verlieren. Ja, da hast du wohl eine Schnellschussentscheidung getroffen. Es gibt einfach keine Möglichkeit, jemand anders zu werden. Ich bin von meinem einfachen Ich davongelaufen. Ich bin weggelaufen von meinem Idol selbst. Aber im Moment bin ich ein mordsuchender Detective. Ich würde davon auch wegrennen. Ich würde versuchen, jemand zu werden. Ich versuche, jemand zu werden, der ich sein möchte. Ich habe eine Rolle gesucht. Und wenn ich damit durch war, habe ich weiter mein echtes Ich verfolgt, indem ich mir eine andere Rolle gesucht habe. Auch wenn Fakt ist, dass alle diese Rollen ich bin. Ich möchte einfach nicht mehr wegrennen. Ich möchte nicht mehr jemand anders für mich selbst suchen. Ich werde durchhalten als das vollständige Ich. So, sie hat uns ihr Herz ausgeschüttet und uns dabei genau angeguckt. Oh je. Rank 9. Hat Level 9 erreicht. Ja, wir sind auch da fast am Ziel. Ich bin froh, dass ich in diese Stadt gekommen bin. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe und die anderen auch. Let's go, Senpai. Ja. Goodbye. Okay. Ja. Welcome back. Sie scheint immer mehr und mehr oder auch kurz davor zu sein, sich selbst endlich wahrlich zu akzeptieren, ohne irgendwie eine Karriereauszeit als Vorwand dafür zu nutzen, jemand anders zu sein. Naja, gut. Was machen wir denn heute mal? Heute Abend hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da stand. Speichern wir erstmal. Und dann schauen wir einfach mal, oder wir machen mal wieder was mit Nanako. Ich schau mal, was wir hier zur Auswahl haben. Wir können im Krankenhaus arbeiten. Dann machen wir das doch mal.
Municipal Hospital. So, dürfte uns wieder ein wenig Mut geben.